klassische Jura halt. Nice. Ui, ui. So, jetzt geht es hier aus der Weg führen zum nächsten Trail. Yes, es geht. Hat kein SRAM drauf, es ist ein Shimano SLX drauf. So, nach einem kleinen Uphill hier, der nächste Teil. Immer aufpassen hier. Der Käse ist relativ locker hier. Nicht ohne, aber cool. Klassische Jura halt. Nice, ey. Mega nice. Da war ich nicht das letzte Mal, aber das erste Mal hier. Ist mega cool. Wow. Okay. Weiter geht's. Ui. Das hat nicht gut getönt. Okay. Wo geht es hier weiter? Wahrscheinlich hier. He? Ja, der Trail ist sehr flowig. Wenn man ihn kennt, kann man da sicher Vollgas geben. Aber eben das erste Mal hier. Okay. Ja. Gemäss der Karte geht es hier durch. Geht es mal geradeaus hier. Aber er hat sicher noch steepere Parts. In diesem Fall so. So local single trails. Oder Enduro Trails für Locals, besser gesagt. Hey, mega nice, die Umgebung ist richtig cool hier. Ja. Ui, ui. Ja, da habe ich fast nicht gesehen. Immer ein bisschen schauen hier. Into the dark. Ja, is mega de flow hier. Immer met snel een roughy parts. Maar grundsätzlich sehr flowig. Ui. Ah, jetzt hat es mich fast aufs Allerwerteste geleitet. Meine Güte. Da muss ich schon aufpassen. Da. So, schnell mal schauen, wo durch. Ja, mal schauen hier. Da wird nicht so viel befahren, wie es aussieht. Und es wird ziemlich steep. Ja, es ist sehr dark hier, wie man sieht. Trail wäre eigentlich mega cool, weil er ist recht secret. Aber ja, so, das bricht halt schon recht den Flow, wenn es immer wieder umgestürzte Bäume hat. Ja, ist immer wieder schauen da. Zugewachsen. Aber ja, nichts Schlimmes. Ja, gut, okay. So, der nächste kurze Trail hier. Ich hoffe, der wird jetzt ein bisschen flowiger hier. Zumindest die Hoffnung stirbt nicht. Ja, nice. Ja, in ein kleines Sumpfloch runtergekommen.
das habe ich euch vorenthalten. Jetzt gibt es dann noch YouTube Strikes. Ja, das ist cool. Richtig schön flowig. Nice. Und wieder das machst. Ach, Gott. Sideways, du, sideways. Ja. Da ist richtig Schlamm. Mamma mia. Jeppa! So, der letzte, allerletzte Teil von der Trails hier. Die offizielle Schweiz Mobilroute hier. Ja, schon falsch gefahren. Hier wäre übrigens der Wegweiser. Schweiz Mobil. Mit einem Plus-Abo kannst du selber Routen zeichnen. Mega cool. Ja, es ist ein bisschen heimtückisch da. Es ist doch ein bisschen nass. Noch der allerletzte Teil hier. Das Dessert zum Abschluss. Routi. So. Et voilà. Weg bei der Grenkenberg-Holzerhütte. Respektive Grenken-Holzerhütte, so jetzt.